Moinsen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Das letzte Mal haben wir die Kathedrale hier so weit vorbereitet, dass wir jetzt eigentlich zum Boss können. Das, was wir auch sofort tun werden. Wir werden nur einmal vorher unsere Seelen noch ausgeben. Ist jetzt zwar kein besonders schwerer Boss, aber unsere Tropfen sind immer in einem Bossfight eigentlich mit möglichst wenig Seelen gehen. Das ist so die Standardregel. Weil es doch mal recht schnell passieren könnte, dass man die verliert. Und wenn wir Glück haben, können wir auch unser Schwert noch ein bisschen verbessern. Gucken wir mal. Da, ja, können wir sogar. Zumindest mal um eine Stufe. Pretty, be careful. Haben immer noch ein paar Seelen übrig, die können wir jetzt einfach noch für ein paar Level-Ups ausgeben. Weil eigentlich wäre mein Ziel ja, dass wir es schaffen, die Viecher da drin noch zu one-hitten. So, das gibt uns den meisten Schaden, dann machen wir es auch mal. Weil dadurch werden wir den Boss werdet ihr gleich sehen, das ist eine große Versammlung von diesen Priestern im Grunde genommen. Und wenn man zumindest die kleinen One-Hitten kann, ist das wesentlich einfacher. So, zurück ins Schlafgemach von Rosias, dieser komischen Gottheit, die da hinten rumliegt. Ja. Genau, ansonsten, wenn wir hier durch sind, können wir zurück in den Sumpf und uns da weiter umgucken. Hui. So, aber auf jeden Fall haben wir schon mehr Schaden, weil wir die, den einen Kleinen hier, der unten war, also der vorher keinen Fall damage bekommen hat, gewonnen haben. Das ist schon mal sehr gut. Das gibt mir Hoffnung, dass wir jetzt auch genug Schaden für den anderen Wald haben. Genau, der Weg zum Boss ist dahinter, hinter diesem Altar geht es durch. Und wir werden jetzt da hinten den Aufzug nehmen, den wir das letzte Mal aktiviert haben, runterfahren, dann einfach durchlaufen. Das ist so der schnellste Weg zum Boss auf jeden Fall. Und dann wollen wir eigentlich hoffen, dass wir die doch möglichst schnell legen können. Wie gesagt, so schwer sind sie nicht. Und ja, ich bin eigentlich ganz frohen Mutes. Dann können wir uns noch an ein, zwei Stellen in der Kirche noch ein bisschen umgucken, wo wir noch nicht waren. Wir müssen nur vor dem Ritter da wegkommen. Aber eigentlich funktioniert das ganz gut mit dem Durchlaufen einfach. Genau, da unten ist jetzt schon der Boss. Ja, und der ist eigentlich ganz witzig. So. Hier haben wir unsere ganzen Priesterschaft. Das war ein schlechter Anfang. Und ihr werdet feststellen, dass einer immer komisch rot leuchtet. Und da ist jetzt gerade die Bossseele so gesehen drin. Und den müssen wir hauen. Wenn wir den töten, oder wenn wir den hauen, kriegt der Boss Schaden. Oh. Und ich sollte mich mal kurz heilen. Die Dicken sind immer ein bisschen nervig. Und ich wollte die Kleinen tatsächlich nicht. Das ist schlecht. Das wird es halt wesentlich einfacher machen. Dicken Nerven. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich irgendwas gegen dickere Menschen haben sollte oder so. Aber es ist nun mal die, würde ich sagen, passendste Beschreibung für den Gegnertyp. Hier jetzt einfach alle umzubringen, bringt auch nicht wirklich viel, weil die stehen einfach dann da vorne wieder auf. Man muss halt einfach nur an den Typen drankommen. So. Aber tot ist er noch nicht. Jetzt ist er tot. Aber zu spät. Genau, und das eigentliche Spiel ist halt wirklich einfach an diesen Typen mit der Seele dran zu kommen. Und ihn umzubringen, bevor die Seele wieder wechselt. Und dann. Ah. Also ich beschreibe immer, es gibt die kleinen, also die normalen, das sind die hier. Es gibt die dicken, das sind die hier. Und es gibt die großen, langen. Ei. Und es wäre so viel einfacher, wenn ich zumindest die kleinen one-hitten würde.
Jetzt laufen wir einmal kurz im Kreis. Also ist so ein reiner Geduldsboss tatsächlich. Habe ich hier irgendwas Tolles? Nee. Das sind die Großen. Oh, das ist ein Großer. Genau. Und irgendwo da hinten ist hier der Dicke. Ah, hat schon gewechselt. Und die Dicken sind halt wirklich die nervigsten, weil die gehen in den Nahkampf und chargen einen an. Wo ist denn da hinten? Jetzt kommen wir natürlich wieder nicht dran, weil er ganz hinten steht. Entschuldigung. Oh, Multicle. Jetzt werden hier gleich ganz viele neue aufstehen. Ja, und das ist eigentlich auch schon der ganze Bossfight. Also wie gesagt, besonders schwer ist er nicht. Ist so eine reine Geduldssache. Und solange man sich nicht zu sehr reinbaiten lässt, einfach die ganze Zeit drauf zu hauen und mal kapiert hat, wie man dem Gegner überhaupt Schaden zufügt, geht das, wie gesagt, ziemlich gut eigentlich. Ja, ist ja irgendwo auch ein Neugespawnten. Ah ja. Jetzt sind wir in der neuen Phase, jetzt kommen ja noch so komische blauen Typen. Ich glaube, die können wir tatsächlich töten. Die werden auch nicht wieder auferstehen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nee. Oder? Ich weiß nicht, ob die wieder mit auferstehen. Wow! Das war ein schlechter Zeitpunkt, mich zu heilen. Okay, wir sollten die auf jeden Fall mal kurz hier. Ja, nicht dich. Nicht hier. Wegmachen, damit das nicht nochmal passiert. Das hatte ich eben, weil ich das letzte Mal, als ich hier war, schon wesentlich stärker war, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Also, die überleben das mit Mini-HP. Werden das jetzt. Hier wäre doch bestimmt irgendwo das Falsche. Da. Ah, das war klar, dass das jetzt passieren wird. Ist mir jetzt egal. Okay, die scheinen neu zu spawnen. Das heißt, die zu töten ist jetzt eigentlich ziemlich sinnlos. Ach, bleibt die Seele jetzt in dem Typen drin? Das wird es natürlich angenehmer machen. Weil es natürlich immer noch wesentlich angenehmer wäre, wenn ich. Oh, 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 oh. Alter, warum trifft mich das denn? Okay, das sieht gerade nicht wirklich gut für mich aus. Ich möchte am Fluch sterben. Okay, ich sterbe am Fluch, ich sterbe am Fluch. Und ich weiß nicht warum. GG. Ah, ich habe zu wenig Schaden. Ich habe echt zu wenig Schaden, das ist total bitter. Bin ich eigentlich einen Zweihänder oder ist der. Na, der Claimer schon die beste Waffe, die ich eigentlich habe. Okay, was wir festgestellt haben, Feuer bringt nicht wirklich viel. Nehmen wir halt mal Blitz. Blitz funktioniert eigentlich fast immer. Also das letzte Mal hatte ich einfach meine Waffe schon auf plus 6 verstärkt und dann ging das recht easy, weil ich sogar die Dicken mit 2 Schlägen weggemacht habe. Und ja, zumindest mit dem ersten Schlag zurücktaumeln ließ. Ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Und daher stand ich da einfach und habe mir meine beiden Schläge gemacht und die sind einfach die ganze Zeit neu gespawnt, die Gegner. Und ja, die brauchen ja im Moment, bis sie aufstehen. Das bedeutet, ich habe mich eigentlich an der zweiten Phase einfach an den Typen rangestellt und dieses schwarze Gewölb ist bei mir gar nicht gekommen, weil ich den da schon getötet hatte. Ja, muss ich jetzt ein bisschen Tempo machen in der zweiten Phase.
Sollte aber zu schaffen sein. Ja, aber so sind Bosse eben doch nochmal unterschiedlich schwer, wenn man nicht auf dem Equipstand ist, den man beim ersten Mal gewohnt ist. War. Und springen. Naja. Zumindest weiß ich jetzt, dass in der zweiten Phase der Typ nicht mehr seine Position wechselt. Dann scheint er ja fest zu spawnen. Charge! So, jetzt reicht es zumindest für den Sonnet. Der Klein, das ist schon mal angenehm. Ja, so gefällt mir das. Da hinten steht er. Da sind meine Seelen. Kann ich auch mal wiederholen. Wo geht die Seele hin? Da hinten. Moin. Na, jetzt reicht es schon nicht mehr. Mein Blitz ist aufgelaufen. Ist die Frage, ob ich das nicht besser für die zweite Phase hätte aufbauen sollen. Naja, kann man jetzt nicht ändern. Okay, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Eieiei, ich muss mal kurz mal rausholen. Ei. Also, so wie es aussieht, ist das wirklich der Trick, Mann. Da wickelt den einfach die ganze Zeit im Nahkampf. Und stirbt jetzt, weil jetzt gleich das scheiß Fischen wird. Dann können die ihr komisches Zeug da nicht casten. Da kommt dann auch noch ein Schlag. Und das war's. Naja, das ist offenbar der Trick, dass man einfach im Nahkampf reingeht. Und das ist die Puppe, von der ich schon mal erzählt hatte, die man braucht, um irgendwann weiterzukommen. Ja, genau. Hier müsste jetzt eigentlich ein Leuchtfeuer spawnen. Tada! Was schreiben die hier so? Trost versucht Leuchtfeuer und dann Rüstung. Hurra für Hieb. Boah. So, jetzt überlege ich gerade, wir haben ja noch einen Punkt in der Kathedrale, den wir uns angucken wollen. Und dafür reisen wir, ja, natürlich in die Kapelle. Das ist ja der zentrale Punkt, von dem man eigentlich überall hinkommt. Also genau, der Boss ist jetzt nicht besonders spektakulär. Das erste Mal stand ich halt zu weit weg und dann hat er angefangen, seine komische Fluchkacke da zu casten. Halt den Packen. Weil, wenn ihr euch erinnert, als wir zur Kirche hochgelaufen sind, wurden wir mal irgendwann beschossen. Von so Feuerbällen. Das bedeutet, irgendwo da steht ja so ein Diakon oder eine Priesterin, die Feuer halt wirft. Und genau das werden wir. Die werden wir jetzt versuchen aufzusuchen. Wenn ich hier richtig bin. Ja, hier bin ich richtig. Der Schleim kommt jetzt noch nicht runter. Er kommt erst auf dem Rückweg, muss ich nur dran denken. Und wahrscheinlich vergesse ich es erfolgreich. Naja. Das war's eigentlich auch schon. Weil hier liegt noch das. Abgründiger Edelstein. Eigentlich ganz nett. Und das war's jetzt, meine ich, auch schon, was wir hier in der Kathedrale so machen können. So, jetzt mal kurz Ausdauer sparen. Und Ruhe. Natürlich schaffe ich es nicht, ihm auszuweichen. Sterbe ich daran? Na, dürfte ich eigentlich nicht. Wie gesagt, ich
Man sagt es natürlich schön an und dann vergisst man es. Weil ich habe mein Flammschwert nicht ausgerüstet, womit das Viech nun tot wäre. Ist jetzt nicht weiter schlimm. So, jetzt überlege ich mir gerade noch, aber ich glaube, das war es eigentlich so ziemlich. Da oben waren wir ja auch überall. Alle Riesen sind weg. Unten hatten wir uns überall umgeguckt. Gut, dann haben wir die Kathedrale jetzt tatsächlich abgeschlossen. Und können kurz zurück zum Feuerbrandschrein, weil ich frage mich die ganze Zeit, warum ein... Was ist denn das? 1, 2, 3, 4, 4, 8 Eck neben meinem Lebensbalken so komisch aussieht. Aber ich habe eine Idee, wie ich das beheben könnte. Und das möchte ich mal kurz gucken, ob das auch funktioniert. Ich weiß aber auch nicht, ob es überhaupt einen negativen Effekt hat. Also daher ist jetzt nur so eine Vermutungssache. Welcome home, speak then. Na, wir können ja mal this much like what life then let it find its own. She will understand. Forgive me, sister. May the flames go. Sie kann jetzt dunkle Siegel heilen. Okay, und ich habe das dunkle Siegel offenbar. Ja, ich möchte das dunkle Siegel heilen. So, jetzt sieht es nämlich wieder normal aus. Und jetzt dürfte ich auch wieder menschlich aussehen. Ha! Jetzt haben wir die beiden hier. And we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal. A pilgrim told me that the city and so becomes our destiny. Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal. A pilgrim told me that the city lies and so becomes our. Ja, also die Puppe haben wir ja gefunden. Hehe. Das ist jetzt auch so gesehen unser nächstes Ziel. Ach genau, das hat er uns glaube ich schon gesagt mit dem Aufzug. Ach, das müssen wir auch noch machen. Das können wir jetzt eigentlich auch mal gleich machen. Das dauert nicht so lange. The undead legion of sworn by wolf's blood to contain joyous bunch. Gaining admission to the legion is inside their keep. Snuffing out the flames of three even accursed undead want to believe. I pity the sorry. Genau, das ist auch. Das ist die erste Fürstenseele, die wir eigentlich treffen werden. Bei Undead Legion. Jetzt muss ich mal gucken, ist der Typ hier hinten schon tot? Ne, noch lebt er. Oh, I would do. Naja, okay. Er ist nämlich bei mir irgendwann mal in meinem Hauptspiel lag der auf einmal einfach tot da. Und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber irgendwie hat das auch keinen interessiert. Also zumindest wollte niemand drüber reden. Gut, wir haben mal eine Umkehrung geheilt. Dann können wir jetzt noch kurz zwei Level aufsteigen. Welcome, speak. Very well. Then touch Hagnar. Ja, ja, ich berühre die Finsternis in dir. Sogar nur ein Level. Wird langsam ein bisschen teurer. Farewell, Ashen. Gut, dann werden wir jetzt als erstes das machen, was er uns da oben noch erzählt hat, wo wir das rote Auge herbekommen. Ein perfektes rotes Auge. Und das ist, ganz am Anfang waren wir mal in diesem Turm und da war eine Tür, die wir nicht öffnen können. Dafür hat er uns eine Schlüssel gegeben und da unten steht es gleich ein Eindringling. Finsternis Eindringling heißen die, meine ich. Wer Dark Souls 1 gespielt hat, das sind die Typen, die unten in dieser versunkenen Stadt Anolondo war es, glaube ich, nicht, aber irgendwie so ähnlich rumstehen. Und versuchen mit ihrer Hand da sich auszusaugen. Das war ja mal unglaublich mies. Moin. Und genau so einer steht da. Das sind ja die ersten Invasoren gewesen, storymäßig. Und natürlich hat genau so einer ein perfektes rotes Auge, mit dem wir dann anfangen könnten, andere Welten zu invasieren. Kleine Titanscherbe. Genau, das hier müsste das sein. Und ich hoffe jetzt, ich verkacke gegen die Typen nicht, weil die sind doch halbwegs stark und nervig.
muss man dazu sagen. Und ich habe ja gerade meine Glut, also werde ich wahrscheinlich wieder sterben. Und da hinten steht der Kollege Bratwurst. Ja. Und der wird mich wahrscheinlich, wenn ich nicht aufpasse, one-hit. Scheint noch die einfache Version zu sein. Okay. Irgendwie hat der verdammt wenig ausgehalten. Gefühlsmäßig. Aber er bringt 2500 Seelen und droppt halt dieses perfekte rote Auge, mit dem wir jetzt andere Welten invasieren könnten. Und das war's eigentlich auch schon an, was das so ist. Das ist halt so eine Art Mini-Side-Quest, wenn man ein bisschen mehr PvP machen möchte. Aber ich bin halt so ein Spieler, der es eigentlich sowas, wenn ich sowas höre, dann auch komplett macht. So, der hat, haben wir ja auch im Feuerbrandschrein mal von dem Tunnel rüber erzählt, den ich mir angucken sollte und sowas eben. Und das macht man natürlich auch. Naja, hier hat alles angefangen. Gute alte Zeit. Wo vorne auf dem Dach steht wieder der eine Typ da, der sich dann in dieses total bescheuerte Viech verwandelt, das ich nicht leiden kann. Gut, da wir die Kathedrale eigentlich durch haben, außer das DLC-Gebiet, das machen wir aber später, können wir jetzt eigentlich zurück zum Wald der Kreuzigung reisen. Ja, und uns da weiter umsehen. Es wird auch noch ein bisschen nervig. Ich möchte auf jeden Fall eine der großen Krabben töten, weil die einen Ring droppt. Zwar für Pyromantie, aber wie gesagt, wenn ich sowas mache, dann mache ich es auch komplett. Ich versuch's zumindest, soweit ich's weiß. Und jetzt laufen ja wieder die witzigen Speerviecher rum. Weiß gar nicht, ob ich die jetzt one-hitten kann. Ja. Oder konnte ich das davor auch schon? Ich meine nicht. Oh, kann ich auch nicht. Das war knapp. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Da oben waren wir nicht ganz durch, meine ich. Tatsächlich waren wir da nicht ganz durch. Weil wir direkt zum Boss gegangen sind. Ah, jetzt geht hier wieder das Nervige los. Moin. Ei. Ach, hinter der Wand steht das. Das ist so etwas, woran ich ziemlich häufig sterbe, dass ich mich hinter einer Wand in Deckung wege und die Viecher einfach durch die Wand hauen. Das finde ich ziemlich mies. Andererseits, ich kann ja auch durch Wände hauen, da ist es wieder so halbwegs fair. Aber es ist halt so die Gewohnheit, weil zum Beispiel Zauber gehen eben nicht durch Wände. Wenn man sich hinter einer Wand versteckt, die ganzen Zauber abgeblockt werden, auf einmal haut er mit dem Schwert durch, der rechnet man nicht unbedingt mit. So, hier steht der Speerträger. Ich natürlich zu langsam für bin. Oder hatte ich mich hier schon überall angeguckt? Ich weiß es gerade, um ehrlich zu sein, nicht mehr. Auf jeden Fall merke ich gerade, dass ich ziemlich viele Gegner vergessen habe. Da oben stand der Magier. Den gucken wir mal, was wir den einfach ignorieren können. Ah ja, genau. Und hier. Oh, kann ich doch nicht ignorieren. Weil ich gerade nicht weiß, ob ich da oben schon lang gegangen bin. Autsch. So, und jetzt werde ich mit ziemlicher Sicherheit sterben. Weil da hinten stehen zwei NPCs rum, die doch etwas stärker sind. Gott sei Dank auch nur einzigartig. Guck mal gerade, ob ich einen einzeln anlocken kann. Das wäre schon mal Premium. Das ist der Keulenheini und es gibt noch den Typen mit der Axt, meine ich. Und das sind wieder so NPCs, die als Spieler simulieren sollen. Und ja, ich weiß, es ist lame, aber
Mit der Keule wird er mich gefühlt one-hitten. Und das sehe ich einfach nicht ein. Wenn ich jetzt schon die erhöhte Position habe, nutze ich sie auch aus. Nein, du heilst dich nicht. Mein Gott. Das war eng. Kann ich aber auch nur mit dem machen, weil ich glaube, den anderen sehe ich von hier aus nicht. Der steht noch ein bisschen weiter im Gebäude drin. So, jetzt haben wir schon mal die Riesenkeule. Allerdings viel zu schwer, um sie eigentlich vernünftig zu tragen auf unserem aktuellen Level. Oder ich müsste nackt rumlaufen wahrscheinlich. Und da steht der zweite. Ach, das war keine Axt, das war so ein Teil. Oh, das wirft den nicht zurück. Das war eigentlich scheiße. Ja, wahrscheinlich, weil er genau im Sprung war. Ah, klappt doch besser als gedacht. Weil mich beim ersten Mal einfach nur dämlich angestellt, wobei beim ersten Mal habe ich auch immer gegen beide gleichzeitig gekämpft. Genau, storymäßig sind das hier so die Wächter von Pharos oder so ein Kram, die Grabmäler bewachen. So, und wer vorhin dem einen Ritter zugehört hat, der über die Undead Legion gesprochen hat, das sind diese Leuchtfeuer. 1, 2, 3. Und wenn wir die alle löschen, sehen wir auch die Tür von hier. Ne, Tür sieht gerade schlecht aus. Wo müsste die denn liegen? Ey, weiß ich gerade gar nicht, wo die Tür bin. Wahrscheinlich da hinten irgendwo, oder? Egal, gibt eine große Tür, die dann aufgeht. Und zur Freude von allen Dark Souls 1 spielt dann noch ein Erinnerungsmoment. Das da unten ist ein Sumpf, der uns vergiftet, wenn wir durchlatschen. Yay. Da freut man sich. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ach, das geht, glaube ich, nur von der anderen Seite auf. Wir werden jetzt, das schaffe ich vielleicht heute nicht mehr, aber es wird dann in der nächsten Folge noch ein Dark Souls 1 Erinnerungsmoment kommen. Ah, hier oben ist ja noch ein netter Sumpf, der uns nicht vergiftet. Ah, der gefallene Ritter, genau. Ich hoffe mal, die große Krabbe sieht mich jetzt nicht. Also die kleinen hier, die sind ganz lieb und harmlos. Halten uns aus. Geben dementsprechend halt auch keine Seelen, so gesehen. Aber hier unten wollte ich noch rein, weil ich nicht weiß, ob ich hier schon war. Nein, war ich offenbar nicht. Aber genau, hier war das so möglich. Die waren früher auch mal irgendwie schwerer. Zaubererkapuze und Blut. Ne, Waisenring. Okay, auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir eigentlich noch einmal quer durch den Sumpf durch und ja, die andere Seite noch kurz. Cain Highwhite ist eingefallen. Ei. Das dürfte ein echter menschlicher Spieler sein. Oder auch nicht. Er steht da hinten total manchlos rum. Ne, kein Mensch hier spiele. Und offenbar nicht in der Stimmung, gegen mich zu kämpfen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er zumindest auf mich zustimmen würde. Na, wenn ich so gut ausnahme, dass ich den Kopf treffe. Oh, damn it. Ja, das war jetzt nicht geplant. Und zu all die jetzt sagen, warum regst du dich über die großen Krabben auf, mach die doch auch einmal mit dem Bogen. Das geht nicht, weil die graben sich dann irgendwann ein und heilen sich. Das ist ein menschlicher Spieler. Der mich jetzt leider auch gesehen hat.
Ich möchte auf jeden Fall den Typen nennen, noch kurz töten. Es scheint doch ein menschlicher Spieler zu sein, der bei der AFK ist. Ja. Also das war doch ein menschlicher Spieler, der einfach nur AFK ist. Och, Junge, lass mich doch in Ruhe. Ich hab doch gerade andere Probleme als dich. Natürlich mit Katana. Ist so das Zeichen, dass der häufiger PvP macht. Jetzt wird er mich angreifen. Okay, bis jetzt ist der nicht so überzeugend gut. Alter, wie schnell er sich heilt. Wow. Was war das denn für eine Gurkentruppe? Ich meine, ich bin ein unglaublich mieser PvP-Spieler in Dark Souls. Das muss man mal dazu sagen. So, jetzt habe ich auch ein klein bisschen dadurch überzogen. Aber ich hoffe mal, es ist nicht schlimm. Ich gucke jetzt gerade, ob ich da vorne irgendwie vernünftig wieder hinkomme zum Leuchtfeuer. Aber ja. Krasses Pferd. Hat natürlich auch nur so gut geklappt, weil der eine einfallende Geist AFK war. Ist halt GG. Aber wahrscheinlich ist das so ein Eid, wo man den Ring trägt und dann automatisch gerufen wird. Das gibt es nämlich auch, dass du halt so einen Eid beitritt, den Ring anlegst und wenn dann ein fremder Nicht-Eidträger in diesem Gebiet rumläuft, wirst du automatisch dahin gerufen, um es zu verteidigen. Vorausgesetzt, der andere ist natürlich menschlich. Oder entfacht. Egal, jetzt haben wir hier mal ein bisschen PvP-Action gehabt, die ich mal gewonnen habe. Oh Wunder, seltener Fall. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende und hoffe, ihr seid am Mittwoch wieder dabei. Ciao.